Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 14 von Silence of the Sleep. Präsentiert von Sinan, a.k.a. Queen Nerdy Dala. Wir sind jetzt gerade gar nicht in so einem scary Part unterwegs, sondern wir müssen noch immer an die Records, es ist immer noch locked. Es gab gerade Trouble in Lorenzos Raum. Ich gehe da nochmal oben lang. Und da ist der Doktor rein und ich dachte, ich kann jetzt in sein Office, aber es geht nicht. Ich werde jetzt einfach mal... Warte, ich gehe mal hier durch. Gucken, ob hier noch was... Nee, ist nichts Neues. Ja, also es gilt immer noch für mich, den Doktor irgendwie abzulenken, um in sein Büro reinzukommen. Aber er scheint es... Okay, das geht immer noch nicht, logischerweise... Aber das scheint sich schwieriger zu gestalten, als ich dachte. Oh. Hey, Jacob. It's time for some painting therapy. People are waiting on you. Okay, Clifford. I'll join shortly. Okay, erstmal speichern. Kann ich nicht speichern? Yes. Okay, dann gehen wir mal dem guten Menschen hier hinterher. Painting therapy. Das ist Mr. L. Hallo, Mr. L. Kann ich mit dem reden? Nein. Den hier kenne ich auch noch nicht. Oder ist das Dewey? Okay. Machen wir mal. Ja. What's happening? Kann ich hier mit irgendjemandem reden? Gehen wir da jetzt rein, oder? Hello? Are you ready, Jacob? Achso, natürlich. Jeder wartet auf mich, weil ich bin Jacob. Yes, let's paint. Yeah. Let's paint. Müssen wir jetzt selber malen? Mark sitzt immer nur auf irgendwelchen Tischen rum. Afternoon. I'm sorry to inform you that we have moved artist to be treated elsewhere. Oh. For those who do not know, he was causing some difficulties. It is best for us all, including him. He can get better treatment now. It is best for us all, including him? He can get better treat... Excluding, oder was? But back on topic. Before any of you start to paint, listen closely. This is art therapy, and while painting itself is great, is... Oh, also manchmal sind die Sätze so ein bisschen oft, deswegen muss ich das oft lesen. And while painting itself is... A great way to relax, there is more to it. Before you start, take a moment and listen to this beautiful music and the dance of the rain. There's something awakening inside you. Try to capture that special something, whether it is good or bad, try to paint it. But the very essence of this feeling to the canvas. Put the very essence of this feeling to the canvas. Now you may start, but remember to relax. Oh, shizzle. Okay. Try to relax. Let your subconscious mind control the brush. Nein. Oh, ach, jetzt mache ich alles weg. Oh, man. Das ist jetzt sehr... Yes, your work is shaping up nicely. Das soll Chewbacca werden, Leute. Ich weiß ja nicht, das erkennt man jetzt wahrscheinlich nicht so. Ja. Yeah. Muss ich hier noch andere Farben benutzen?
When you think you're ready, press the green mark to quit painting. Ja, das ist Chewbacca. Ja, das ist natürlich mit viel Fantasie, wisst ihr? Oh yeah, they call me the Doodle Master. So. Yep. I'm done. Thanks. Ja, habt ihr so ein Meisterwerk schon mal gesehen, aber nicht verkaufen für mehrere Millionen? Jacob, did you like the therapy? Yes, it was very relaxing. I'm glad to hear that, Jacob. I have collected all the paintings. In the evening, when it is time for your therapy, we would like to take a closer look at your painting. Okay, Clifford, see you then. See you in a couple of hours. Okay, Mark. Can I talk to Mark? Der sitzt doch hier nicht umsonst. Kann ich hier nochmal rein? It's locked. Okay, it is locked. Lockety lock lock. Ah, hier sind einige. Moment, jetzt sprechen wir mal mit Lorenzo. Hey, Lorenzo. Sir Jacob. How are you? Lorenzo is just hanging around. Lorenzo is enjoying himself and the company of others. Yeah. How did you end up in here, Lorenzo? Lorenzo does not understand. Never mind then. Have fun. Thank you, Sir Jacob. Alright, können wir mal mit Mr. L reden? Der redet nicht, ne? Okay. Können wir an die Instrumente dran? Nups. Können wir mit Jenny reden? Nein, ist doch Jenny, oder? Wer ist das? Dewey? Hey, Dewey. Jacob, how's it going? I'm fine, thanks. Listen, what can you tell me about Mr. L here? Mr. L? He's a musical mastermind to start with. He doesn't speak much, does he? Not really. He likes to follow what other people are doing. He just minds his own business. Do you know why he's in here? From what I heard, he tried to solve the theory of everything, whatever that means. Okay, thanks for sharing. See you later. No, bye, Jacob. Okay, also Mr. L ist eine sehr mysteriöse Person. Also wir, was hat's mit dem auf sich? Dann wo können wir denn mal hingehen? Das ist so, das dauert mittlerweile so ein bisschen lange. So dieses Hello, anyone? Von wo kommt das, aus der Toilette? Hey, is there someone there? Awkward. Ooh, smelly, 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 smelly. That's not awkward at all. Jacob! Hey, Daryl, what's up? I'm glad you're here. Why so? I mean, I've been sitting here since the art therapy. Moment, ich muss mal eben die Musik leiser machen. See, there is no toilet paper. Ah, I see. Was ist das für eine Musik? Zu diesem Problem hier. So. Listen, would you help me out? I'm not going to wipe. You can't forget it. Stop fooling, Jacob. I was wondering if you could get me some toilet paper. Phew, you had me worried for a second. Of course I'll get you some paper.
Sit tight. Sit tight, he says. Ich meine, der Humor ist schon... Okay, where could I find some toilet paper? Ah, gucken wir mal im Ladies Room, da können wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. I'm not a lady. Okay, die sind alle einfach out of bounds for us. Toilet paper. Wo sind denn die anderen Toiletten? Wir speichern mal eh. Ich meine, da sitzt einer auf dem Klo, der hat kein Klopapier und da kommt ram, bram, dam, dang, 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 wang, dang, dang, push, push. Und du denkst dir nur so, was? Verstehst dein eigenes Wort nicht mehr? Diese Melodie finde ich aber schön. Wo waren denn hier waren noch mal irgendwo Toiletten? Keine Ahnung. Ach, ich bin hier so desorientiert, das ist ja unfassbar. Von den Toiletten komme ich doch her, oder? Ja, das... Nein, oh, ups. Okay, dann gucke ich mal, ob hier Toiletten sind. Nee. Nee, hier war die Therapy. Oh, I'm so lost. Lost, lost, lost. Gehen wir mal hier lang. Hä, wieso lande ich denn immer wieder in diesem Raum? Das kann doch gar nicht sein. So, das kann wahrscheinlich doch sein. Wo waren denn die anderen Toiletten hier? Ich kann das mir zum Verrecken nicht merken. Das gibt's doch gar nicht, Mensch. Obwohl, ich hätte ja mal die Cleaning Lady fragen können, ne? Das wäre vielleicht mal schlau gewesen. Hier sind noch Toiletten. Oder sind das die, wo er sitzt? Oh, Mann! Okay. Okay, hier schon mal nicht. Ich weiß nicht mehr, wo die anderen Toiletten waren. Ich laufe jetzt hier mal durch. Jetzt bin ich hier. Auf der oberen Etage müssten ja welche gewesen sein. Ja, hier irgendwo, ne? Jawohl. Okay. So. No paper. Whoever is in charge of toilet paper delivery should be fired. This is unacceptable. Maybe the cleaning lady would know where to get some paper. Oh, nah. Hätte ich also auch direkt zulegt. Ja, okay, wo war jetzt die cleaning lady? es ist traurig, ich weiß das, mit meiner Orientierung. Aber was soll ich dazu sagen, Leute? Okay, wir speichern nochmal. Wieso geht das nicht? So, wir suchen jetzt die cleaning lady. Wo war die denn? Die war doch hier irgendwo, oder? Ja, da war sie. Alright, dann reden wir mit der Cleaning Lady. Hello. Hello, dear. Listen, I've got a small problem, or actually Gerald has. What is it, dear? There's no toilet paper in the bathroom. Oh, dear, I forgot to fill. And I'm very busy scrubbing the floor. Would you get the toilet paper for Gerald? Why not? Where could I find some? In storage, but it's locked. I will loan you the key. Okay, I'll get the paper from storage and I'll return the key to you as soon as possible. Thank you, dear. You can find me here. This floor is awfully dirty today. Wundervoll. Awfully dirty. Entschuldigung. Ich habe ja eine kleine Hoffnung, dass wir einen Master Key erhalten haben. Wo ist denn hier ein Storage Room? Da hinten vielleicht? I unlocked the door, Tatsache. Wisst ihr, dass das irgendwie so ein Key ist, der zu allen verschlossenen Türen passt? Das fände ich sehr praktisch. Lots of junk. There it is. You found toilet paper. Woohoo! Kann ich hier noch was anderes sehen? Nein, einfach nur lots of junk. Okay. Ups, was war das hier für ein Move? Alright, dann bringen wir das mal zu Gerald. Ich habe keine Ahnung, wie wir Gerald finden, ehrlich gesagt. Ja. Ja, jetzt möchte ich mal ausprobieren, ob das ginge.
Mit dem Schlüssel. Nee. Okay. Ich probiere es einfach mal hier an dieser Tür aus. Keine Ahnung. Wieso geht das denn hier? Okay. Files. Na, kann ich nicht dran? It's locked. I think this is where he keeps the medical records. This key won't fit. I need something to pick the lock with. A hairpin, maybe? A hairpin? Wo kann ich denn ein Hairpin her? Hairpin her. Hairpin. Also eine von den Mädels vielleicht? Vielleicht in einem Ladies Bathroom? Was für Ladies haben wir denn? Wir haben nur die Cleaning Lady und wir haben Jenny. Vielleicht sogar von Lorenzo oder von Mr. L, weil die beide lange Haare haben. Ich frag mal hier die Cleaning Lady. Hello. You wouldn't happen to have a hairpin with you? No, sorry, dear. Okay, thanks anyway. Okay, we're not suspicious at all. Okay, also in die abgeschlossenen Patientenräume können wir nicht rein. Ich glaube, ich muss hier zu den Toiletten, wenn mich nicht alles täuscht. Wo finde ich denn bloß? Warte mal eben. War das hier nicht? Entertainment. Fragen wir mal Jenny, ob die eine hat. Hello, Jenny. Hi, Jacob. How are you? Good, thank you. Did you want something? Yes, I talked to Mr. L. Mr. L talked to you? Yes, he's having some issues with his hair. Smooth, Jacob. He asked if I could find him a hairpin. He really needs to get his hair sorted out. Good thing you asked me. I have a hairpin right here. I have a hairpin right here. Here. Thank you, Jenny. My pleasure, Jacob. Yeah. Klar, Mr. L redet sonst mit niemandem, aber mit uns hat er gesprochen und er braucht einfach eine Haarnadel. Ist doch klar. It's not suspicious at all. Okay, dann gehen wir jetzt mal erstmal den Gerald mit Toilettenpapier versorgen. Ich finde das sehr bizarr, dass der da schon seit Stunden auf dem Klo sitzt und wir so ungeniert. Hier, dude. Kann ich ihm das nicht geben? Ach so, ich muss das wahrscheinlich auswählen. Guess what I have? Toilet paper, hopefully. Get ready. And here it goes. Yeah, thanks, Jacob. No problem, Gerald. Now have fun. I'll give you some privacy. Have fun, Jacob. Gerald, have fun. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen albern, aber ich meine, was sind das für Konversationen? So. Ich finde es herrlich. Es ist herrlich beknackt. Es macht mir wirklich Spaß. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wo war das Therapie hier, Ding? Okay. So. Moment. Ja, okay. Open Sesame. Alright. Ja, dann versuchen wir jetzt mal mit dem Hairpin. Also, braucht man da nicht zwei für? Ich weiß es nicht. It's locked, I think. Ach so. Ja, this key won't fit. I know. Müssen wir den Hairpin auswählen? So. Oh, war ja. Muss ich hier... Oh, ich will drehen. Ich will weiter drehen. Geht nicht? Doch. Boah, das lässt sich aber schwer drehen. Oh. Es geht nicht weiter. Oh. Ich
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es immer hin und zurück ist. Boah, ist das schwer. Leute, ich drehe die Maus nicht einmal so im Kreis, wie ihr das denken würdet, sondern manchmal muss ich die nach oben und nach unten schieben, weil das alles total schwammig ist hier. Mein Gott, wie viele von diesen Dingern müssen da knacken? Boah, das gibt's doch nicht. Das geht nicht weiter. Okay. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Got it. Beim ersten Versuch? Ich kann es ja kaum fassen. The hairpin broke, though. Oh, oh. Let's see. Nope. There. You found Dwight's medical record. Okay, I better return the key for the cleaning lady. Wollen wir unsere da nicht mal rausnehmen? Unsere medical record, dude. Ich kann nicht mehr interagieren. Also, wir sind auch nicht der hellste Stern hier am Himmel. Alright, dann... Es scheint uns nicht zu interessieren, was mit uns los ist. Aber bevor wir jetzt das an Dwight übergeben, erfahrt ihr den nächsten Fakt. So, Fakt Nummer 43. Die Insel in Welt 3 aus Super Mario Bros. 3, auf der sich das Schloss befindet, soll Japan darstellen. Das Schloss steht an der Stelle von Kyoto, wo sich der Hauptsitz von Nintendo befindet. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.